27. Juli 2022 und Markus ist auch endlich da. Vor einer Woche haben wir uns an einem ähnlichen Ort getroffen. Geht's morgen früh ab Garmisch, immer Richtung Süden bis zum Ende der Alpen, dann einmal bis zum Lago di Garda rüber und dann wieder zurück ins wunderschöne Garmisch-Partenkirchen. Ja. Eine verdammt geniale Geschichte. Ihr werdet das jetzt hier gleich sehen, denn der Axel Road wird wieder ein Video schneiden, oh mein Gott, zum Niederknien. Deswegen lasst ihm auf jeden Fall ein Like da, schreibt was in die Kommentare und wenn es nur ein Hallo ist. So, langsam füllen sich die Plätze hier. Es wird also langsam voll. Willkommen hier. Ja. Auf der Ausfahrtstraße. Zum Glück in die Berge. Yay! So, wie gut, dass wir dich dabei haben. Da brauche ich mir gar keine Sorgen, um unsere Pflege der Maschinen zu machen. Ja, und du kommst aus Teltow. Habe ich so richtig gelesen? Ja, bin in Berlin geboren und Ja, melde Vollzähligkeit Gruppe 3. Ah. So, endlich geht es los. 8.59 Uhr, eine Minute vor der Zeit, ist es Walle Tour Pünktlichkeit. Die Tour beginnt. Hurra! Einen schöneren Tourentag zur zweiten Walle & Friends Tour in diesem Jahr kann ich mir und ich hoffe die anderen sich gar nicht vorstellen. Bestes Wetter, richtig viele coole Mopeds und richtig tolle Leute. Ich frag mal kurz in die Gruppe. Leute, wie hat es euch bisher gefallen? Boah, ja. Die Stimmung ist, ich hab so Gänsehaut, Leute. Es wird so ein geiler Tag. Das war ein kurzer Boxstopp fürs Foto. Das Selfie ist drin und die Story ist fertig, schon fast. Und da fährt der Walle auch schon wieder los. Deiner Truppe. So, Timmelsjo, wir kommen. Ach, herrlich. So, Temperatur 18 Grad. Ja. Kurz aushalten im Sommer. Sehr angenehm. Sehr angenehm. So, dann haben wir es erreicht. 11.34 Uhr. Das Timmelsjoch ist da. Und das ist unsere neue Mautstation mit Motorradmuseum. Okay, Leute. Und da geht's durch, die Maut. Servus! Ah, ist das geil. In den Wolken, da geht's jetzt auf, die, auf, die, auf, Berg ist auf, die Pension. Haben sie gesoffen. Uhuhu. Wow, ist das geil hier. Yeah! Cool. Oh mein Gott! So, St. Leonard, da geht's auch schon zur Sache in der Bestellung. St. Leonard, auf irgendwas ein paar Meter, auf jeden Fall unterhalb von 2,5. So, jetzt lassen wir uns hier gut gehen. Cheers! Mann, das sind ja starke Tattoos hier. Das habe ich gestern Abend schon gesehen. Zeig mal her. Was ist denn alles drauf? Ist das ein Biker? Nee, der heilige Florian. Ach, der heilige Florian für die Feuerwehr. Genau. Ah, sehr gut. Den heiligen Walle gibt's noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Hit the road again. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Und wenn ihr diese Show cool findet, dann denkt wieder dran. Klickt den Abonnieren-Button, lasst einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt einfach nur Hallo. Dieser Mann hinter der Kamera. Yeah, it's me. Der wird das total feiern. Also, Clickbait, Clickbait, Clickbait. Hit the road, Jack.
noch. Und jetzt geht's weiter. Gruppe 2, sammeln und Action! Jawohl, was macht ihr denn hier noch? Eine halbe Stunde später, von da unten, da kommen wir her. 30 Grad, jetzt 16 hier oben auf dem Berg. Und noch immer ziemlich warm eigentlich. Ne? Ach, ist das nicht toll. Wir sind da, auf der Edelweißhütten, auf 2094 Meter. Yeah, willkommen. Da ist er, Kalle. Wow, geil, willkommen hier oben. Ja, der Jaufi, endlich habe ich ihn auch mal bestritten. Wandern möchte ich ihn nicht. Fahren geht. Ah, guckt euch das an. Alle bei ihren Bikes, wir wollen gleich wieder los. Nur der Axel. Der macht da oben wieder sein ganz eigenes Ding. 1, 2, 3, Jaufenpass! Welchen Pass hast du von diesen noch nicht gefahren? Oh, lass mich mal, das ist ja wirklich ja. Das eine ist schöne ja. Karte, ne? Also, ich hätte jetzt gesagt. Norbertshöhe. Sagt mir gar nichts. Wo ist die Norbertshöhe? Da. Norbertshöhe. Das habt ihr euch alle verdient. Du auch. Und nachher stoßen wir noch zusammen mal an. Auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. So, also gefühlt 50 Grad hier. Weil er hat sich schon entkleidet. Der ist wahrscheinlich schon eine halbe Stunde hier. Und ihr wisst, liebe Leute. Ja, klick und teilen. Liken, und die Glocke nicht vergessen. Ja. Kommentare. Vor allen Kommentaren. Nur glückliche Gesichter, so wünsche ich mir das. Ja. Da haben wir unsere Unterkunft erreicht. Und da! Hey! Da sind die Fans, die Walle-Fans. Yay! Ich komme zu euch. Richtig. Oh! Ich darf nur zugucken oder was? Ja, dem Spender sei ein Trullala, Trullala. Das war doch gar kein Trullala. Also, wir hatten einen super geilen Tag. Hattet ihr auch in der Gruppe 1 so einen geilen Tag? Super. Ja, ja, der Martin hat wieder schöne Drohnenaufnahmen gemacht. Nicht so geil wie beim Axel, das ist ganz klar. Also, was war heute das Geilste? Ich meine, der Spenserjoch war das Geilste. Spenserjoch. Weil auf Spenserjoch kannst du überall hingucken. Da siehst du 50 Kilometer in die Richtung. I'm too sexy for my body. Too sexy for my body. Yeah. Da und for my beer. Holiday time. It's the best time of my life. Hier rumläuft. Wenn das die Marion sieht, gell? Ja, ich muss ja hier mal sehen, wo ich bleib. Ne? Den Jungs geht's richtig schlecht. Richtig schlecht geht's den Jungs. Das war so anstrengend. Richtig schlecht geht's uns hier. Also wenn es uns mal schlecht geht, soll es uns so gehen wie heute, gell? Aber bitte. Wie Grad haben wir denn da drin? Auch so wie Außentemperatur, ja, 40 Grad? Knapp drüber. Okay. Motorradfahren und dann so ein Pool, in dem man 100 Meter schwimmen kann, was willst du mehr? Sportlerherz. Ab! Oh yeah! Yeah! Ach scheiße, ich habe sie aufgenommen. Ich mach ein Slow-Mo von dir, warte kurz. Kannst du den abwarten? In 240 Bilder, das wird richtig krass. Okay. Warte mal. Ha 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 ha!
Es war geil. Heute war ein geiler Tag. Und wenn das so weitergeht, ach du Hilfe. Ach du Hilfe. Ob wir das überleben werden, naja, wer weiß das schon. Kommt auch rein. Ah, morgen geht's weiter. Also, es schmeckt das Bier auch im Jacuzzi. Ja, also auf euch, daheimgebliebenen, eine Runde Mitleid mit den Nicht-Urlaubern. Oh. Oh, wir genießen hier die Stille. Ursula, wie findest du das mit so vielen Typen? Und Axel schlägst du was? Machst du da eigentlich so nah an der Ursula? Ja, stimmt, ich hab dir einen Arm ganz woanders. Beim zweiten Bier wird das alles voll. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam zum Abendessen, oder? Aber sehr geiles Wellness-Programm. Und um es euch wenigstens zu zeigen, da wir uns nicht getraut haben, heute mal uns nackig zu sehen, ist das hier der Saunabereich. Schaut mal. Toll. LED-Beleuchtung, Dusche. Hui, hui. Wir haben im Jacuzzi uns gelabt und es war feucht fröhlich. Okay. Habt ihr uns gehört? Nee, ne? Habt ihr gehört, ja. Wow. So, also wie gesagt, jetzt ist Feierabend. Gute Nacht, bis morgen früh in frischer Freude. Es war kein Traum, es war tatsächlich ernst. Wir sind doch über den Bergen. Wir können heute weiterfahren. Und es hat geregnet, Leute. Das heißt, die Straße ist sauber. Zack. Uff, und schaut mal, was für ein Gedeck. Ach, was für eine Stille hier. Eine romantische Stille. Na, guten Appetit. Und dahin stehen sie. Unsere Maschinen. Es ist wieder Motorradzeit. Wir fahren Richtung Nigerpass. So, wir haben es geschafft. Wir sind am Nigerpass. Nigerpass. Und da kommen sie. Ein neuer Tag in Südtirol und das Wetter könnte wieder besser nicht sein. Da hinten seht ihr die Berge in den Wolken, aber wir sind schon hoch oben drüber. Und hier kommt jetzt Axels Gruppe. Und wenn wir uns einmal umdrehen, dann seht ihr das Bergmassiv vom Latemar. Unglaublich wunderschön hier oben. Wir stehen hier alle auf einem Parkplatz und jetzt nochmal kurz einen Blick fürs Detail für euch. Euch das mal an hier oben. Ist das eine Landschaft? Okay. Aufnahme. Der Passo Roll, 1989 Meter. Guckt euch das an. Ah, schaut mal da oben. Der Nebel da. Der Eigerwand hätte ich ja beinahe gesagt. Das sieht ja geil aus. Ah, guckt euch das an. Wunderschön. Die Dolomitengruppe. Klasse. Boah, wenn man da hochschaut, was für ein Massiv das ist. Boah, ist das beeindruckend. Mit diesem Nebel davor. Geil. Super geil. So, Ursel, was ist hier los? Wir stehen hier im Stau. Einen Unfall hat es gegeben. Hoffentlich nicht mit dem Mopedfahrer. So, auf jeden Fall kreist jetzt hier der Hubschrauber. Da hinten ist die Unfallstelle irgendwo im Nahbereich. Hey, war alles. Ja. Oh, die ersten sind schon wieder im Schatten bei 50 Grad plus. Und jetzt müssen wir ein paar Minuten laufen. Los geht's. Auf. Hier sind die
Hier sind die Namen schon Programm, muss man sagen, gell? Ja. 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 Der Wallepass. Ja. Passo Wallo, hier der Filmstar. Geil. Hier machen wir jetzt eine schöne Porträtaufnahme und warten auf die anderen Fans. Jetzt sind wir an einem ganz besonderen Pass angekommen, am Passo Valles. Aber hier oben am Berg gibt es auch einen ganz besonderen Bilderrahmen mit noch besondereren Menschen. Seid ihr gut drauf? Ja! Yeah! Oh Mann, dieser Tag. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Es wird nicht geübt, es wird keiner dafür bezahlt, sondern wir haben einfach unseren Spaß des Lebens. Es ist unfassbar gut. Ja, ich glaube, danke dir. Das ist der Staub von der Baustelle eben gerade. Gut schaust du aus, Lars. Danke, danke. So, wir sind jetzt hier in der Hitze. Ja, willkommen. Oh, schau mal. Guck mal, da hat einer seine Wäsche aufgehängt. Da hinten ist ein Bistro. Auf der Suche in der Mittagspause nach Essen. Ich hatte mir ein Latte Macchiato bestellt und seht mal hier, was ich bekommen habe. Also nur zum Vergleich, das ist mein Daumen, ja. Italy, Latte Macchiato. Zum Wohl. Jetzt fühlen wir schon gleich viel besser. Mein Gott, die Glocken. Warum läuten die? Wer hat das Läutwerk in Gang gesetzt? Die Abendandacht ist doch schon längst vorüber. Kein Mensch mehr in der Kirche. So, lieber Walle, ich hab mal für uns gebetet, nebenan in der Kirche. I Domini Patri Filii Sancti. Tatsächlich, ich war hier schon mal 2005 mit einer Motorradfrau und da haben wir es hier getrieben, in den Kurven natürlich nur. Ehrlich? Ja. Und 2005 überhaupt schon eine Kurve fahren? Ja, da konnte ich schon eine Kurve fahren mit einer ZX-12R, 178 PS, eine Lederkombi. Da passt dich noch rein. Ja. Achso, und wie fandest du es heute mit der GS? Ja, anders. Anders, weil dynamischer, sportlicher und ständig im Windschatten von Walle. Von da rein war das sozusagen ein Ansaugeffekt, der mich nochmal schneller durch die Kurven hat gleiten lassen. So, willkommen hier oben am Passo. Oh Gott, auch dieser Pass ist geschafft. Yeah, und da kommt die Portilla. Willkommen. Da oben weht die italienische Flagge, guckt. Also, wer es noch nicht weiß, bei Valle gibt es immer Regen und diesen haben wir jetzt endlich am zweiten Tag gefunden. Ja, irgendeine Wolke haben wir also gefunden. Endlich Wallewetter. So, wo sind wir denn eigentlich hier oben? Der Regen hat nachgelassen. Wir sind auf dem Weg Richtung Monte Grappa. Monte Grappa, und ich glaube, der ist irgendwo hier. Uey! 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 Jetzt kann ich nicht mehr. Da sind die Walle, Freunde. Und wir haben geiles Wetter. Ist das nicht stark? Alter, Leute, danke, dass ihr geliked habt, denn nur wegen euch ist das Wetter so geil. Gut, und jetzt fahren wir gleich da hoch zum Monte Grappa. Ja. Und dann zeigen wir euch mal, wie das dort ausschaut. Stark. Ein absolut mystischer und auch ein bisschen gespenstischer Platz, aber einer der schönsten hier in den Alpen. Ja, es ist 16.50 Uhr und wir haben es geschafft. Wir haben den Monte Grappa erreicht. Also ein Kriegsmonument, ein Mahnmal, eine Gedenkstätte. Näheres erfahre ich jetzt gleich. We'll be right back.
Wer war schon mal hier oben? Noch nie. Oh! Ja, das habe ich mir gedacht. Ich noch nicht. Also die Mehrzahl war noch nie hier oben. Und ich bin schwer beeindruckt über diesen wunderschönen Ort. Wo sind wir hier, Urs? Am Monte Grappa. Ja, und das war hier eine Voranlage wahrscheinlich früher mal. Ja, genau. Hier gibt es auch noch Kanonen, wie man sieht. Ja, und hier sind viele Gruften, Soldaten mit Namen. Wir haben 18.41 Uhr und wir haben Etappe 2 geschafft. Wir sind da. Das war's. Das war unser heutiger Ritt. Ja. Super gemacht. Vielen Dank. Super gemacht. Klasse. Ich bin stolz auf euch. Also, du hast keinen Mann, aber du hast einen Mann und der hat gerade das Bier gebracht. Zum Wohl. Das ist geil. Das ist sehr geil. Auf dich, ihr habt mein euch Schatz. Verdient. Ja. Schatzi, du bist der Beste. So, aha, da ist mein Zimmerpartner, denn der muss mir den Schlüssel geben. So, und hier, ich weiß auch gar nicht, wo wir sind eigentlich, sehen die Betten so aus. Schaut, die anderen sind noch Bier trinken und ich will mal versuchen, mich ein bisschen hier frisch zu machen. Aha. Eine geile Reise war das, Leute. Ja. So, übrigens, wir sind in Bassano del Grappa. Und diese Brücke vorhin haben wir bei der Überfahrt gesehen zum Hotel. Baccalà. Baccalà. Das ist das Manso. Ihr seht, wir werden davon satt. So. Buongiorno. Na, was muss heute wieder machen? Ja. Ja, alles klar. Dann tun wir es. So. So sieht es aus. Ja, wir sind heute überpünktlich. Aber du siehst ja immer toll aus, weißt du was? Diese Brille steht dir ja wie die Faust aus der Hand. Genau. Geil. Auch der Bundeswehrsoldat steht bereit. Yes, sir. Ja, für die nächsten Aufträge. Moin, auf moin. Auf den Berg. Heute müssen wir stürmen. Gut, Schweißentwicklung bei mir ist jetzt eher stark, wenn ich, also so auf so Straßentouren nicht, sondern wenn ich ins Gelände gehe. Und denkt bitte dran, schreibt kurz Hallo in die Kommentare, damit der Axel weiß, ihr seid immer noch am Start. Da, die Schidur ist schon wieder da. Super hier oben. Passo Bordala. Bordale. 200 noch was Meter gehen wir jetzt hier bei der Angelica ordentlich in die Spaghetteria. Ah. Die hat nämlich die besten Spaghettis der Stadt. Und deswegen auf geht's. Auf geht's, lecker, lecker. So, mein Freund, also wirklich, besser geht es nicht.
Besser geht es nicht. Tolles Wetter. Tolles Wetter. Super. Tolle Pässe, tolle Kurven. Einmal frei. Wow, was für ein Teller. Wow, guten Appetit. Spaghetti Bolognese das Beste hier? Es gibt auch noch Spaghetti mit Trüffel. Mhm. Aber da musst du immer ein Kilo Trüffel nehmen, deswegen ist es zu teuer. Ach so, verstanden. Okay, dann Spaghetti Bolognese ist gut. Wieder ein schönes Stück Straße. Richtig? Ja. Der Gardasee. Der Gardasee. Da ist er. Nee, echt noch nie da gewesen? Nee. Ach ja. Malcesine ist ein wunderschöner Ort, eine tolle Altstadt. Und ganz im Süden lässt sich so schön baden. Das ist eine tolle Urlaubsregion hier. So, hier sind wir am Idrosee und das ist hier der Badestrand, wie ihr seht. Und da ist ganz schön was los. Also die Tourismusbranche hier oben tobt. Und so schaut er aus. Wie der Edersee. Ja, wie geht's euch hier am Ledrosee? Super! Yeah! Geile Scheiße. Und weiter geht's. So, jetzt guckt mal da runter. Da ist der Lago Lido. Schön, schönes Ding. Coole Stadt hier. Ganz eng. Da sind sie. Sieh mal an. Da sitzt die Gruppe 1. Aber wo ist die Gruppe 2? Wo sind die hier eigentlich? Wir sind gerade in Bagolino. Bagolino. Mensch, Meier, ist das ein Pass? Nee, ist ein Café. Ich hab keine Ahnung. Ist ein schöner Ort. Ich bin gerade drüber geflogen und der ist richtig niedlich. Also wie nennst du die Walle-Gruppe? Knallgasgruppe. Knallgasgruppe, ja. Habt ihr oder Lachgas? So, und da hinten sitzt Gruppe 2. Hallo. Grüß dich. Hi. Hi. Servus, servus, servus. Gibt's Getränke oder auch einen Apfelstrudel, Leute? Hier wird gefachsimpelt, eng, kurvig und Schräglage. Das Schön. Ist immer das Gleiche. Mhm. Oh, guck dir mal das. Alles okay? Ja. Ja, super. Alles okay? Immer. Wunder. Wenn ich mit dem Super Axel Rode fahren darf. Aufnahme. 18.21 Uhr und wir haben unser Ziel erreicht. Hotel Betsy am Passo Tornale. Da ist es. Das ist das Hotel. Da geht's rein. Da ist der Walle schon. Der wartet schon seit 20 Minuten auf uns. So, hier sind wir in Haus Betsy. Da ist der Fahrstuhl. Und jetzt geht man hier rein. Mit einem Wandel hat man hier dann die Möglichkeit, das Zimmer zu öffnen. Aha, Technik, die begeistert, LED-Lampen. Und jetzt hatte ich eben Licht an. Moment, wie geht das hier? Ach, da muss man die Karte. So, jetzt habe ich meinen Key hier aufgelegt und jetzt haben wir auch Licht hier im Zimmer. Jetzt zeige ich es euch nochmal. Betten, aha, gucken, was wir hier für einen Blick haben. So, aha, auf den Berg, sehr gut. Und dann gehen wir weiter. Ach, hier ist Licht an. Oh ja, sehr hübsch. Oh, LED-Beleuchtung, nett, sehr nett. So, und jetzt, ja, ich würde sagen, beginnt endlich die Ruhe, aber das ist ja gar nicht der Fall, denn wir müssen jetzt auf den nächsten Berg, da hinten. Da ist nämlich unser Restaurant, korrekt? Das ist korrekt und wir genießen gerade noch bei ein bisschen Amy Winehouse.
So, das ist unser Hotel hier, Leute. Ist das geil oder ist das nicht geil? Victor, Axels und Valentins Kisten stehen hier vom Il Faita Bar Restaurante und jetzt werden wir hier zusammen speisen. Da freue ich mich drauf, nach diesem tollen Tag. Tag 3 war das. Du kannst auf den Kopf oder auf den Kopf. Herr Rode hat einfach mal das System gekillt. Er gibt eine Kamera rum und sagt, jeder muss da reinsprechen. Und die Leute machen es. Das müsst ihr euch angucken. Hallo, ich bin der Kalli. Also 20 Kehren, zu wenig. Ich bin der Sonnenschein und heute haben wir für Sonnenschein gesorgt bei den Kurven. Servus, ich bin der Olli und seitdem ich bei Markus mitfahre, ist mein Durchschnittsverbrauch angestiegen. Servus miteinander. Ich bin der Markus. Ich hatte heute die tollste Gruppe hinter mir auf einer fantastischen Strecke und wir hatten einfach nur Spaß. Hallo, ich bin der Thorsten. Ich hätte gerne einen Sexy Chicken mit Barbecue-Soße, einen Cheeseburger. Ach nee, das ist ja was anderes. Ja, moin, so wie man in Hamburg sagt. Ich bin Gruppe 3 dabei bei Axel und es läuft alles perfekt. Also das, was er sagt, kann nicht stimmen, weil die tollste Truppe hatte Axel hinter sich. Also mega Spaß, danke. Jetzt kommt die wirklich tollste Truppe. Super Wetter, geile Kurven, sehr, sehr flott unterwegs. Es war herrlich, bis auf den kleinen Unfall. Zwischendurch ist alle Kloschüssel kaputt gegangen. Das war alles bestens. Also ich bin der Walle, ich bin verantwortlich für den ganzen Kladderadatsch hier. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Hi, ich bin der Kai. Es war ein mega geiler Tag und jetzt haben wir alle Hunger. Und ich sage vielen Dank, Walle, dass ich diese Show mit so vielen geilen Typen erleben konnte. Also dann, lasst uns schmecken. Yay! Yeah! Ja, man muss sagen, es ist schon mehr als gestern. Guten Appetit, Walle. Jörg, wie mit Speck. Schöne Momente sind eigentlich viel zu kurz im Leben, oder? Ja, stimmt. Ja. Gerade wenn man. Ja. Wenn wir am Montag wieder zu Hause sind, oh weia weia, und uns das nur mal Revue passieren lassen, könnte schon sein, dass wir es vermissen werden. Ja. Ihr hebt euer Glas und prostet mit allen möglichen Menschen an, wo ihr gerade könnt. Und mit schönen Elan. Also ich sage 3. Und. Okay, perfekt. Super. Also probieren wir das Ganze nochmal. Es ist sehr schwierig. 3. Die Leute sind so verrückt, das ist unfassbar. Hast du das unfassbar. In die Kamera gestellt? Hier das nice. Our beautiful boss would like to give you this 4 bottle of wine wow. On the house. And wow. Okay. Guten Morgen, ihr zwei. Nun, die Sonne lacht bei Kaiserwetter geil. Buongiorno. Öffne die Türen. Ihr habt also die Suite bekommen, ja? Ja, so ist das. Ui, ui, das ist ja schön groß hier. Oh, das ist wahrscheinlich so eine Familienlounge hier. Und jetzt guckt mal hier. Auf den Berg hinauf. Super. Also, Walle, du hast immer ein Händchen dafür für die geilsten Hotels. War die Nacht gut? Sehr herrlich. Sehr herrlich, ne? Und bei schöner Temperatur, diese 40 Grad wieder positiv.
So, alle schon abfahrtsbereit um 8.59 Uhr, aber wir sollen uns nicht stressen lassen. Wir gehen das heute ruhiger an, so wie die Chenur zum Beispiel. Ja? Die hat schon ihre Lieblingsposition. Guten Morgen, auch jetzt hier von der Strecke. Wir haben uns circa 15 Kilometer von unserem Hotel Betsy fortbewegt und sind jetzt auf dem Gavia-Pass unterwegs. Ja, eng. Schön. Aber leider auch Verkehr. So, und haben es geschafft um 9.35 Uhr hier auf dem Passo Gavia. Oh, jetzt müssen wir erstmal schöne Bildchen machen hier. Hier auf 2652 Meter, wir haben 12 Grad etwa und uns frieren richtig die Hände, richtig? Nee, ja, bei mir geht's. Also, echt, bei dir geht's ja dann schon dabei. Ich sehe jetzt nichts mehr. Ja, ansonsten bin ich begeistert von dieser Naturkulisse, denn hier wachsen keine Bäume mehr. Wir sind über der Baumgrenze und guck, nur geile Gesichter überall. Seht ihr die? Ja, also, wie ist das hier oben? Super! Kalt! Das ist mal eine Aufwärmübung hier oben. Ganz schöner Kaltstart, hä? Markus, ja, den Hampelmann können wir hier oben spielen. Guck mal den Gletscher da hinten. Krass. So, das ist jetzt hier der Umbrellpass. Ich glaube, das ist die Südrampe vom Stilfser Joch praktisch, oder zum Stilfser Joch. Das heißt, das sind diese Spitzkehren, die man zwar nicht immer als Influencer irgendwo sieht, aber wir sind selber da. Ja, und dann kommen auch mal solche Busse runter. Also ich muss mal ein bisschen vernünftig sein. Wahnsinn, Wahnsinn hier! Ist ja wie auf der Rennstrecke! Also so sieht das Sternzimmer aus. Das ist das Café hier. Guck mal, was hier los ist. Hier möchte jeder hoch. Alter. Das ist eine geile Tour! Yeah! Was, wo sind wir denn hier? Das weiß ich schon immer nicht. Am Kaunerberg. Ich glaube, das heißt Pillermanns Höhe hier. Ja, wir sind dort, wo es hoffentlich was zu essen gibt. Ja. Dachterrasse. Ich bin sogar im Museum. Hallo. Hallo. Hey, macht ja schon wieder Pause hier. Ja, macht ihr euch. So, jetzt geht's los. Mit herrlichem Blick ins Grauner Tal essen wir jetzt ein Pistazien-Eis. Wie? Er gibt das ab, habt ihr gehört? Ja, sag mal, Tom, du hast doch am Anfang gesagt, unserer Reise, du warst noch nie in den Alpen. Und jetzt sehe ich überall nur Berge. Du musst doch völlig ausflippen. Wunderbar, wunderbar. Also, das ist wie nennt man das? Alpenrausch. Ja, im Alpenrausch, das kann man so sagen. Ja, wir sind alle im Rausch. Und das dürfte niemals aufhören, glaube ich. Ja, Walle, ich sehe leider nur glückliche Gesichter. Tut mir das leid. Das ist Wahnsinn. Aber ich zeige euch jetzt mal ganz kurz.
Ich hab dann nämlich was für euch vorbereitet. Aber glückliche Gesichter, liebe Leute, die seht ihr immer nur vor der Kamera. Aber hinter der Kamera, da ist eigentlich das glücklichste Gesicht. Das ist der Axel Rohn. Und dann schaut euch mal an, wie er sich freut. Wie er sich freut. Hier. Da freut er sich. Ich muss einen Ton anmachen, weil. Warte mal, der Ton ist aus, weil es hieß eben schon. Da. Was ist denn los gewesen eigentlich eben? Was ist denn da wieder los? Man weiß es nicht, aber Hauptsache der Axel ist gut drauf, deswegen müssen wir jetzt mal umdrehen hier. Die Pillermann-Höhe, ich brauche keine Pillen mehr, Pillen sind da. Das ist die Pillerhöhe, aber Pillermann kann man auch sagen, ja. Pillermann, ist egal. Mal einen kleinen Foodwalk zu dieser tollen Aussicht. Was hast du gegessen eben? Ein leckeres Schnitzel mit Pommes. Die Portionen waren viel zu groß. Wir sind hier auf der Pillerhöhe 1,5. Hier kann man ganz toll wandern bis da hoch. Zu Hohe Eifnerspitze auf 2,8. So, hier wird abgeklatscht. Hier wird abgeklatscht. Ne? Ist das eine geile Auffahrt hier? Ne? Ja, mega. Mega! Mega mit 10a. Lieber Markus Padacha, an dieser Stelle liebe Grüße aus dem vom Hartenjoch. Weißt du noch, 2017, da standen wir hier alle. Gruppe 3. Gruppe 3, das ist die. Was hat er da noch gesagt? Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass die Gruppe 3 total cool war. Die sind lässig drauf. Beste. Die Beste. Hallo. Hallo. Ach, ihr seid die 10 Minuten, Freunde. Super gemacht. Ich pack da vorne. Ich will auch. Ja. Hantenjoch. Hantenjoch. Willkommen am Hantenjoch. Ja. Wie ist dein Vorname? Die Babsi. Okay. Hey Babsi, ich ja, sie sitzt zum ersten Mal oder mal Probe, ne, auf der Corinna. Das ist also eine 1250er GS aus dem Baujahr 2021, genau. Tu es. So, und ihr wollt weiterreiten jetzt zum Plansee, ja? Plansee. Zur Dusche. Voilà, voilà. Yeah, yeah, yeah. Ich sehe nur glückliche Gesichter. Das hat gut einen Namen. Ja, das Dablostal, das verdient eigentlich einen Namen, oder? Ja. Ist das nicht geil hier, das Dablostal? Ja. Ja, schöne Ecke, oder? Das war doch mal richtig. Das war richtig geil. Toll, ja. Dablostal, 8 Kilometer, lange Kurven, wunderschön. Dankeschön. 100%, das war so toll. Stell dir vor, du wärst jetzt zu alt. Würdest du das auch noch machen? Die 10. Ausgabe der Valle & Friends Tour. Die Valle & Friends Tour 2022.2. Ich hoffe, es hat euch allen viel Spaß gemacht, aber ich glaube so, ich habe ja mit jedem so ein bisschen gesprochen. Und glaube, sehe auch viele nicht weinende, vielleicht weinende im Herzen, aber ansonsten lachende Gesichter. Dann auch alle drei Gruppen waren fahrerisch auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Vor allen Dingen gab es fahrerisch keinen Ausfall. Weder durch Unfall noch durch Defekt. Ich hoffe, ihr werdet alle in den nächsten Tagen und Wochen die Zeit finden, das mal ein bisschen Revue passieren zu lassen, wo ihr da eigentlich gerade in nur 4 Tagen, wo man vor ein paar hundert Jahren noch Monate gebraucht hätte. Wir ballern das in 4 Tagen ab. Es kommen so viele Eindrücke im Kopf. Vielleicht könnt ihr euch schon gar nicht mehr erinnern, was hatten wir eigentlich nochmal 2. Tag am Nachmittag gemacht. Klar, weil so viele Eindrücke da sind.
Da helfen natürlich ein paar Videos, eure Fotos, aber einfach auch. Ich kann mich an jede einzelne Kurve erinnern. Auch Bescheid. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns jetzt dann gleich in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder später in einer Stunde oder anderthalb beim Abendessen nochmal treffen. So einen gemütlichen Ausklang. Genau. Oh, wie war die Tour? Sie war geil! Zurück! Ja! Geil war's, Leute! Stark! Ganz stark! Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, tschüss, Zimmerkollege. Bau noch! Ja. Tschüss! Ja, und die letzten Minuten sind angebrochen. Wir sitzen heute in einem großen Raum nebenan und die ersten Moped-Fahrer sind auch schon da. So, mein Vize-Wingman. Ja, war eine coole Tour, he? Haben wir gut gemacht. Wir bleiben mal in Kontakt. Mal gucken, was noch alles passiert. Ob uns unsere Wege noch mal kreuzen irgendwann. Vergesst nicht, es gibt auch Wichtigeres im Leben als nur arbeiten. Zwar müssen wir die Arbeit machen, um unser Hobby zu finanzieren, aber das Hobby sollte in unserer Freizeit im Vordergrund stehen. Sonst macht das Leben keinen Spaß. Und heute, oder die letzten 4 Tage hatten wir sehr viel Spaß. Und ich sage von mir aus nochmal Dankeschön, Chinur. Und schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Oh, gleich das heißt, danke. So, also dann auch. Wunderbar. Hat uns gefreut. Bis bald. Yo. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.